Erinnern Sie sich noch an die Diskussion, die wir vor einigen Jahren geführt haben über ein sogenanntes Bürgergeld? Manche nennen das auch bedingungsloses Grundeinkommen. Nun, in Finnland hat die Regierung nun beschlossen, genau diesen Weg zu gehen, wenn auch erstmal versuchsweise. Geld vom Staat ohne Gegenleistung. In Finnland ist die Wirtschaftskrise noch spürbar, vor allem die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch. Doch gerade darum will die neue Mitte-Rechts-Regierung das bedingungslose Grundeinkommen testen, zunächst als Pilotversuch ab 2017. Damit will die Regierung die verschiedenen Sozialhilfen zusammenfassen, die Bürokratie für Antragsbearbeitung und Prüfung verringern und zugleich Anreize zum Zuverdienst schaffen und den Niedriglohnsektor stärken, weil jeder zusätzlich verdiente Euro behalten werden darf und nicht mit dem Grundeinkommen verrechnet wird. In Deutschland beschäftigte sich mit dem Thema schon vor Jahren eine Kommission unter dem thüringischen Ex-Ministerpräsidenten Althaus. Er schlägt für alle ein Bürgergeld vor von 600 Euro pro Monat und glaubt, dass bei einer solchen Grundsicherung die meisten Menschen zusätzlich noch arbeiten würden. Ich vertraue darauf, dass jeder maximal nach seinen Möglichkeiten sich auch entwickeln möchte, Einkommen erwerben will, andere Entwicklungen organisieren will. Insofern glaube ich nicht daran, dass die Mehrheit der Menschen plötzlich eine Hängematte sucht, sondern sie wollen etwas tun. Doch das sehen nicht nur viele CDU-Parteifreunde anders, sondern auch Vertreter der SPD. Ich finde, wenn jemand Leistung haben will vom Staat, vom Sozialstaat, dann muss das für diejenigen sein, die in Not sind, die sich selbst nicht helfen können. Für alle anderen gilt, dass man erstmal arbeiten muss und davon dann auch letztendlich Steuern zahlt und versucht, sich selbst zu helfen. Trotzdem kämpft das Netzwerk Grundeinkommen weiter für die Idee und sogar 1000 Euro monatlich für alle. Denn so sei auch die Wirtschaft gezwungen, ihre Arbeitsplätze attraktiver zu machen. Also wenn mir der Lohn wirklich exorbitant zu niedrig ist oder wenn die Arbeitsbedingungen so schlecht sind, habe ich ein Polster im Rücken von 1000 Euro netto und kann sagen, nein, unter diesen Bedingungen gar nicht. Und das ist übrigens auch besser für die Unternehmen oder solidarische Ökonomien, die dann auf bessere, motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählen können. Denn wer diesen Job dann machen will, der ist wirklich motiviert. Doch noch sind viele Fragen offen. Neben den Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt auch die Finanzierung. Vielleicht liefert der Modellversuch in Finnland ab 2017 ein paar Antworten. Hellwig Fenner ist uns nun zugeschaltet. Er ist Projektmitarbeiter bei meingrundeinkommen.de. Die Organisation verlost Grundeinkommen. 25 Gewinner gab es bislang. Herr Fenner, was wollen Sie denn damit bezwecken? So ein Gewinnspiel ist doch eigentlich das Gegenteil von Grundeinkommen für alle. Naja, die Idee bedingungsloses Grundeinkommen kann man ja in alle Ewigkeiten diskutieren, pro und contra. Wir wollen einfach es zeigen. Wir wollen die Erfahrungen der Gewinnenden berichten. Das ist uns bis jetzt schon 25 Mal gelungen. Immer wenn 12.000 Euro voll sind, verlosen wir sie für ein Jahr, sodass die Menschen also 1.000 Euro monatlich bedingungslos erhalten. Und das Gegenteil von Gewinnspiel glaube ich nicht, denn es zahlen sehr viele Menschen ein. Und 25 Gewinnende und über 30.000 Menschen, die das Ganze finanzieren, sprechen eigentlich für sich. Welche Erfahrungen haben denn die ersten Gewinner dieses Grundeinkommens gemacht? Sehr viele unterschiedliche Erfahrungen sind dabei. Wir haben auch sehr viele unterschiedliche gewinnende Personen, vom Kind bis zur Rentnerin, von der erwerbslosen Person bis zum Angestellten, von der Künstlerin bis zur studierenden Person, sind alle betroffen. Und beispielsweise eine Person, Joshua, der gesagt hat, ich tausche jetzt mein Arbeitslosengeld gegen das bedingungslose Grundeinkommen. So kann ich mich freier entfalten, habe keinen Druck, Dinge zu tun zu müssen, die das Jobcenter von mir verlangt. Das ist eine Geschichte. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel von Christoph, der ganz konkret seinen Callcenter-Job ja geschmissen hat, um nochmal eine Ausbildung als Erzieher anzufangen. Aber die spannende Frage ist doch, was können wir wirklich davon lernen? Bei Ihnen sammeln viele für ein paar Handvoll. Sind Sie sicher, dass das dann auch im größeren Stil funktionieren kann? Bin ich natürlich nicht sicher. Deswegen probieren wir es ja aus. Wir wollen, wie gesagt, es einfach machen. Wir probieren es aus. Wir wollen noch viele Grundeinkommen verlosen. Wir wollen die Geschichten erzählen, um auch im Bewusstsein der Menschen, ja aller Menschen im Prinzip, die sich mit diesem Thema beschäftigen, auch für die Zukunft dort was zu erreichen. Das Grundeinkommen für alle und der Versuch mit wenigen. Hellwig Fenner von meingrundeinkommen.de. Danke, dass Sie bei uns waren. Danke, gerne.